Vor den Türen des Verteidigungsausschusses ist mein Kollege Gerd-Joachim von Fallois. Guten Tag nach Berlin. Hallo nach Bonn. Gerd, eine Sondersitzung ist ja immer ein Zeichen dafür, dass es brennt. Zum einen der stolpernde Ringtausch. Was steht denn ansonsten noch auf der Agenda des Verteidigungsausschusses? Nun, diese Sondersitzung haben die Abgeordneten gemeinschaftlich schon vor 4 Wochen festgelegt, weil man der Meinung war, in Kriegszeiten muss der Verteidigungsausschuss informiert werden über die Lage. Die Union hat sich auch lange vorbehalten, eine Bundestagssondersitzung einzuberufen. Ob die noch stattfindet, werden wir sehen. Jedenfalls wird heute nicht nur über den Komplex Ukraine gesprochen, sondern auch über die Zustände in Mali, der größte deutsche Auslandseinsatz. Dort hat ja die Militärjunta einen Wechsel der Blauhelmsoldaten im Juli verhindert. Und dort ist es ganz schön brenzlig, wenn man genau hinhört. Der BND und die Verteidigungsministerin werden dazu Informationen geben, die wir leider hier draußen nicht erhalten werden. Auch nach der Sitzung ist es den Abgeordneten verboten, darüber zu berichten. Und zusätzlich aufs Programm kam noch Kosovo. Da haben Sie vielleicht mitbekommen, dass am Wochenende es dort zu Konflikten kam, die jetzt erstmal eingefroren worden sind, weil die neue Passregelung hat der kosovarische Ministerpräsident zurückgenommen und einen Monat verschoben. Bis dahin müssen die Diplomaten eine Lösung finden. Auch dieses wird hier beraten. Aber natürlich geht es vor allen Dingen um die Ukraine und die Waffenlieferungen oder eben die stockenden Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Und ich konnte vor dieser Sitzung mit Henning Otte sprechen. Er ist der stellvertretende Vorsitzende dieses Ausschusses von der CDU. Herr Otte, diese Sondersitzung war ja lange schon vorbesprochen, dass sie stattfindet, auch auf Wunsch der Oppositionsfraktionen. Wird mit dieser Sitzung heute quasi eine Sondersitzung des Bundestages obsolet? Wir sind Fachausschuss im Verteidigungsbereich. Diese Sitzung, wie Sie gesagt haben, war geplant. Aber die aktuellen Ereignisse in der Ukraine, in Mali, erfordern es, dass die Bundesregierung auch Rede und Antwort steht. Eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages ist jetzt nicht geplant. Vielmehr geht es uns darum, dass wir die Fachfragen stellen können und die Bundesregierung auch zu den Themen antwortet. Ja, Friedrich Merz hat ja immer damit gedroht, eine Sondersitzung noch zu machen, wenn sich das nicht bessert. Am 28. April hat nämlich der Deutsche Bundestag ja beschlossen, massiv Waffen der Ukraine zur Verfügung zu stellen, auch schwere Waffen vor allen Dingen. Das hat ja in den letzten Tagen, sieht das ein bisschen besser aus. Da sind jetzt der ein oder andere Panzer ist geliefert worden. Also damit ist dieser Anspruch von Friedrich Merz hinüber. Nein, ganz im Gegenteil. Aber wir nutzen den Fachausschuss, um jetzt die Bundesregierung zu fragen, wie ist der Sachstand? Werden die Verbindlichkeiten eingehalten? Und wird vor allem das umgesetzt, was der Deutsche Bundestag auf Initiative der CDU-CSU gefordert hat, nämlich auch Waffen zur Selbstverteidigung zu stellen? Sollten die Antworten heute unzureichend sein, dann werden wir daran festhalten, dass der Deutsche Bundestag zusammenkommen muss. Brückenlegepanzer vom Typ Biber, 16 Stück sollen geliefert werden. Wieder der kleine Manko, die ersten erst im Herbst. Man hat ohnehin so das Gefühl, dass die Bundesregierung immer mal wieder schwere Waffen zusagt. Und wenn man dann genau nachhakt, dann dauert das alles monatelang. Die Bundesregierung ist immer 3 Monate zu spät. Das geht zulasten der Verlässlichkeit auch Deutschlands. Hier ist ein Bild entstanden, dass wir zögerlich sind. Und ich nenne mal die 100 Artilleriepanzer, die in Aussicht gestellt worden sind. Dies ist lediglich eine Zusage, dass sie produziert werden dürfen in Deutschland, aber nicht, dass sie geliefert werden. Und die Ukraine kämpft ums nackte Überleben. Und hier erwarten wir als CDU-CSU von der Bundesregierung mehr Verlässlichkeit, mehr Klarheit. Nun haben wir eben von Frau Strack-Zimmermann nochmal das gehört, was sie schon öfter betont hat mit dem Ringtausch. Das hakte so ein bisschen. Die Polen sind unzufrieden. Und sie hat nochmal eben in dem Interview gesagt, wir könnten auch eigentlich direkt liefern. Das ist ja eine Forderung, die hat die Union ohnehin von Anfang an vertreten. Ganz richtig, denn es geht darum, der Ukraine die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass sie sich nach Charta der Vereinten Nationen auch selbst verteidigen können. Der Ringtausch wird langsam zum Ringtanz in der Koalition. Der eine fordert hier, der andere da. Nichts ist abgestimmt. Und das macht eben dieses Bild Deutschlands aus, dass wir zurzeit nicht so verbindlich dastehen, wie es die Welt, die Europäische Union und die NATO vor allem von uns gewohnt ist. Der Bundeskanzler hat ja immer gesagt, er liefert erst dann schwere Waffen, vor allen Dingen Panzer, wenn das die anderen auch tun. Die Spanier sind da ausgeschert, müssen aber jetzt einen Rückzieher machen, weil die Leopard 1 Panzer, die sie zur Verfügung stellen wollten, die sind so veraltet, dass sie gar nicht mehr zu liefern sind. Erst einmal braucht die Ukraine jetzt Artillerie, um diese Feuerwalze zu stoppen, die mittels Artilleriewaffen von Russland aus
gestartet werden. Und im zweiten Schritt geht es dann, eine Haltelinie zu finden und gegebenenfalls Gebiete zurückzuerobern. Dafür braucht die Ukraine dann Kampf- und Schützenpanzer. Aber dies kann man nicht von heute auf morgen liefern, sondern deswegen ist es so wichtig, dass eigentlich der Bundeskanzler eine klare Ansage machen müsste, auf die sich dann die Ukraine verlassen kann. Das ist leider nicht der Fall. Herr Otte, man fragt sich mal, wenn dort die westlichen Werte verteidigt werden in der Ukraine, wäre es da nicht sinnvoll, auch Waffen aus den Beständen zu liefern? Das fordern ja die Ukrainer auch immer, die man dann eben mit der Industrie in Deutschland irgendwie relativ schnell nachbauen könnte. Aber die Waffen brauchen die Ukrainer doch jetzt. Ganz richtig. Denn zu glauben, dass, wenn man jetzt Zugeständnisse an Putin macht, er dies umsetzen würde, um friedlicher zu werden. Ganz im Gegenteil, er würde Brückenköpfe bilden im Luhansk und im Donetsk-Becken, um von dort aus weiter aggressiv tätig zu werden. Und deswegen sagen wir ja auch, die Freiheit der Europas wird auch in der Ukraine und durch die Ukraine verteidigt. Deswegen müssen wir bereit sein, Waffen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig unsere Truppe zur Modernisierung. Dies muss ein Gleichklang sein. Aber Waffen auch aus den Beständen der Bundeswehr? Auch aus den Beständen. Dies ist ja auch schon gemacht worden. Klar ist, wir müssen die NATO-Verpflichtung einhalten. Aber hier bedarf es auch einer klaren Ansage des Bundeskanzlers und vor allem der Bundesverteidigungsministerin. Sie ist Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt und taucht beinahe ab. Es wird aber immer von der SPD argumentiert, diese Waffen braucht man zur Verteidigung des Landes, zur Verteidigung des NATO-Auftrages. Und wenn man jetzt nach Taiwan und der Entwicklung guckt, da ist doch was dran. Na klar ist da was dran. Wir müssen die Verteidigungsbereitschaft erhöhen. Ich meine, deswegen haben wir immer 2% auch gefordert. Aber wir sehen ja, dass die Grünen irgendwie hier rufen und die SPD ruft da und die SPD und die FDP versucht dies irgendwie noch zu moderieren. So kann man nicht auftreten. Es braucht ein klares Konzept. Das muss jetzt auch die Verteidigungsministerin heute im Verteidigungsausschuss klar zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Henning Otte, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, des Verteidigungsausschusses, fordert ein klares Konzept der Bundesministerin, die hier in den nächsten Sekunden ankommen dürfte. Hier ist schon ein bisschen Bewegung drin, ist immer schwer zu sehen für mich. Ich glaube, sie kommt da hinten gerade an. Und sie wird hier also gleich Rede und Antwort stehen. Ich glaube, die Hoffnung der Union, dass hier ein Konzept vorgelegt wird, die ist unrealistisch, denn wenn man die Ampelkoalitionäre fragt, dann sagen sie, wir haben ja ein Konzept, wir haben den Beschluss vom 28. April im Deutschen Bundestag und wir werden weiter Waffen an die Ukraine liefern. Alles schön abgestimmt mit den Partnern. Das ist ja das Wichtigste, was der Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder betont. Im Alleingang machen wir es nicht. Und eben im Interview haben Sie es gehört, die Spanier, die da ausgeschert sind, können tatsächlich die Waffen, die sie angekündigt haben, gar nicht liefern, weil die Leopard 1 Panzer völlig veraltet sind und gar nicht fahrtauglich sind, die sie zur Verfügung stellen wollten. Und da fragt man sich immer, wenn dieser Konflikt in der Ukraine wirklich auch ein Kampf um die westliche Freiheit ist, warum kriegen die Ukrainer dann immer sogenannte B-Waffen und werden nicht mit ordentlichen Waffen bedient? Nun, die Bundesregierung hat reagiert. Maß 2, wie heißen die Dinger, Mehrfachraketenwerfer, 3 Stück immerhin, sind jetzt geliefert worden. Das sind die Waffen zum Beispiel, auf die die Ukrainer warten. Das sind schwere Waffen, die man dort im Donbass braucht, die auch über große Entfernung Wirkung zeigen. Und 3 sind natürlich ein Treppenwitz. Sie bräuchten viel, viel mehr. Das betont ja der ukrainische Präsident auch immer. Aber dort ist eben Bewegung drin. Jetzt müssen die Waffen dort an die Front und nicht später. Und mal sehen, was die Verteidigungsministerin hier gleich den Abgeordneten mitteilen wird. Das Problem an diesen Ausschüssen ist immer, dass das eine nicht öffentliche Sitzung ist. Dort gibt es viele Geheiminformationen. Deswegen werden die Obleute hinterher, wir rechnen mit einer Sitzung von gut 3 Stunden, hier in ihren Statements ihre Meinung wiedergeben, dürfen aber nicht zu viel über die Inhalte dieser Sitzung sagen. Das ist immer ein bisschen unbefriedigend. Und wenn nach einer Sitzung die Obleute hier vor die Presse treten, dann hat man das Gefühl, sie waren in 3 verschiedenen Veranstaltungen sehr häufig, weil das natürlich dann alles sehr parteipolitisch gefärbt ist. Gerd, noch eine Frage von mir. Diese Kritik am stolpernden Ringtausch, ist das vor allem Oppositionsrhetorik oder wird diese Kritik auch innerhalb der Koalitionsfraktion geteilt? Ja, ich hatte es vorhin ja erwähnt, Frau Strack-Zimmermann hat es in dem heutigen Interview dann doch nicht so gesagt, hatte ich so gehört, sondern in den vergangenen Tagen immer mal wieder und damit natürlich auch die Koalition ein bisschen geärgert, indem sie gesagt hat, wir müssen auch direkt Waffen
in die Ukraine liefern und nicht nur über die Ringtausche. Also der Ringtausch wird immer wieder angekündigt über Polen. Die Polen haben bereits 250 Panzer geliefert in die Ukraine und sind nicht zufrieden mit dem, was sie von Deutschland bekommen haben. In der Zahl bisher 10 Panzer und dann auch nicht die, die man gefordert hat, nämlich Leopard 2 Panzer. Bei den Griechen sieht das ganz ähnlich aus. Also bisher hat noch kein Ringtausch wirklich funktioniert und viele osteuropäische Länder haben aber bereits ihre Waffen abgegeben an die Ukraine. Dieser Ringtausch hat ja den charmanten Vorteil, dass das Waffen sind, die die ukrainischen Soldaten sofort bedienen können. Aber eine kurze Einweisung auf einem Leopard, die ukrainische Armee ist sehr gut ausgebildet. Das haben wir jetzt auch bei den anderen Panzern gesehen, die schon geliefert wurden, würde es auch tun. Aber in der Tat, das war ja das Argument für einen Ringtausch. Dabei ist diese Frage des Ringtauschs natürlich nicht zu Ende gedacht. Denn erstens erwarten die NATO-Partner dann die Waffen von Deutschland. Und zweitens ist so ein Ringtausch auch irgendwann zu Ende, weil die NATO-Partner dann kein östliches Gerät mehr liefern können. Also wenn dieser Krieg noch länger weitergeht, ist diese Position des Ringtausches, hinter der man sich auch gern mal verstecken kann, sicherlich keine, die man durchhalten kann. Denn dann wird dieser Ringtausch nicht mehr funktionieren. Gerd, herzlichen Dank für diese Einschätzung vor dem Verteidigungsausschuss.